Leute, willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist wieder ein Special von uns, in dem wir mit euch unsere wichtigsten Learnings nach 6 Monaten Weltreise teilen wollen. Wir sind nun seit 6 Monaten unterwegs und die häufigsten Fragen, die uns erreichen über Social Media oder auch von Familie und Freunden sind: Was sind eure Erkenntnisse, was sind eure Erfahrungen oder auch eure Learnings, die ihr von euren Reisen mitgenommen habt? Unser erstes Learning: Wie umgehen mit Ländern, wo ihr vielleicht nicht ganz wisst, ob ihr euch wohlfühlt oder nicht. Für uns war so ein Land zum Beispiel Indien. Dazu muss ich sagen, dass ich eher so die treibende Kraft war. Ich wollte unbedingt nach Indien. Lukas war sich so nicht ganz sicher, deswegen haben wir gesagt, okay, komm, lass uns erstmal nur 2 Wochen machen. Wir hatten verschiedene Sachen über Indien gehört und waren uns echt nicht sicher, ist das was für uns oder nicht. Ein Tipp, den wir euch an der Stelle ans Herz legen wollen, was unser Learning von der Weltreise war, ist: In Ländern, wo ihr genauso ein ungutes Gefühl habt, sorgt dafür, dass ihr euch am Anfang so wohl fühlt wie möglich, indem ihr euch eine schöne Unterkunft bucht. Es muss jetzt kein Luxushotel sein, aber es sollte vielleicht schon höhere Mittelklasse sein. Also das findet ihr in Indien schon so bei 60 bis 80 Euro pro Nacht. Ist teuer, überschreitet auch unser Budget pro Nacht. Wir haben das aber nicht bereut, es so gemacht zu haben, denn so hatten wir auf jeden Fall schon mal so einen kleinen Safe Space. Und gerade in Indien, wo es draußen laut, trubelig ist, nicht so gut riecht und alle möglichen Eindrücke auf euch einprallen, war es einfach toll, so ein schöneres Hotelzimmer einfach zu haben. Wir meinen jetzt natürlich nicht, dass ihr ganze 3 oder 4 Wochen in einem Hotel bleiben müsst, um da dann erstmal anzukommen. Meistens ist es ja eine erste Zeit, wo man sich an die Gegebenheiten vor Ort gewöhnen muss, wie Nadja schon gesagt hat, an eventuell Gerüche oder auch an die Menschenmengen, je nachdem, in welches Land ihr halt jetzt reist. Von daher würden wir sagen, 3 bis 4 Tage an einem Ort zu sein, gibt euch einen guten ersten Start. Und dann könnt ihr ja immer noch gucken, ob ihr in günstigere Unterkünfte umzieht. Wie gesagt, das gilt jetzt wirklich nur für Länder, wo ihr euch nicht sicher seid, ob ihr euch wohlfühlt oder nicht, wo ihr vielleicht vorher verschiedene Sachen gehört habt. Das war jetzt in unserem Fall Indien. Bis jetzt haben wir das noch keinem anderen Land erlebt. Wir können uns aber vorstellen, wenn ihr vielleicht auch vorhabt, nach Südamerika zu gehen, wo man ja auch hier und da ein paar schwierige Sachen hört, dann wäre das vielleicht ein guter Tipp für euch. Das zweite Learning ist: Setzt euch ein Budget, aber seid flexibel. Was meinen wir damit? Wir haben schon oft gemerkt, dass wir uns ein Monatsbudget gesetzt haben, aber am Ende dann doch irgendwie hier und da nochmal Aktivitäten oder aber auch Empfehlungen bekommen haben, die dann das Budget leider gesprengt haben. Demzufolge ist unser Learning nach 6 Monate Weltreise: Setzt euch ein Budget, aber habt da auch eine kleine Pufferzone. Also genehmigt euch auch mal Aktivitäten, die etwas teurer sind. Ihr seid nur einmal auf Weltreise, macht eventuell nur einmal diesen Trip und habt die Möglichkeit, diese Aktivität zu machen. Von daher überlegt gerne 2-mal, aber wenn ihr dann so vor der Entscheidung steht, mache ich es oder mache ich es nicht, entscheidet euch vielleicht dann doch dafür, wenn es jetzt nicht komplett euer Budget sprengt. Unser Budget pro Monat ist zum Beispiel 3000 Euro. Da ist komplett alles drin. Und wir waren in Südafrika und standen da so ein bisschen vor der Frage, okay, machen wir jetzt Whale-Watching oder nicht? Wir waren uns echt nicht sicher und waren so, ah, unser Budget ist eigentlich schon aufgebraucht. Gott sei Dank haben wir es aber gemacht und haben die extra Euros in die Hand genommen. Denn wir hätten es echt bereut, wenn wir es nicht gemacht hätten. Das war so toll, werden wir niemals vergessen, das Erlebnis. Von daher wäre es echt ärgerlich gewesen an der Stelle, wenn wir gesagt hätten, nein, das ist unser Budget und wir gehen nicht rüber. Also seid da auch ein bisschen flexibler. Es wird woanders auch noch mal Monate geben, wo ihr vielleicht ein bisschen weniger ausgeben werdet. Und das Geld wird irgendwie immer wieder zu euch zurückkommen, aber eure Zeit nicht. Unser drittes Learning: Es ist ganz normal, dass ihr auch mal Heimweh habt. Je natürlich nach Person. Also Lukas hat es ein bisschen weniger, ich habe es vielleicht ein bisschen häufiger. Sehen wir uns doch so nach unserer Familie und unseren Freunden, vor allem zu großen Anlässen, zum Beispiel Geburtstagen oder auch über die Feiertage, da ist dann doch mal etwas mehr Heimweh da. Also wenn ihr bereits nach 3 oder 4 Monaten Heimweh bekommt, ist es kein Zeichen dafür, dass ihr eure Weltreise jetzt abbrechen müsst. Deswegen sucht ihr einfach aktiv den Kontakt zu Freunden und Familie, schreibt sie aktiv an oder macht euch feste Termine in der Woche aus, beispielsweise Sonntag telefoniert ihr. Das kann euch echt dabei helfen, euer Heimweh so klein wie möglich zu halten. Wenn ihr mal nichts von eurer Familie oder euren Freunden hört, dann dürft ihr nicht vergessen, sie leben einfach ihr Leben weiter und wollen euch auf eurer Reise des Lebens nicht stören oder unterbrechen. Von daher ist ein Learning, was wir auch erstmal machen durften: Geht auf eure Freunde und eure Familie zu, organisiert Telefonate und Termine, um in den Austausch zu kommen und um somit euer Heimweh zu besiegen. Danach wird es euch auf jeden Fall besser gehen. Unser viertes Learning ist: Gebt dem Land was zurück, was ihr bereist. Was meinen wir damit?
Wir meinen, dass ihr zum Beispiel Plastik aufsammeln könnt, was auf der Straße liegt. Ja? Hinterlasst den Ort sauberer, als ihr gekommen seid. Lasst nicht eure Plastikflaschen dort liegen, sondern nehmt sie wieder mit oder nehmt sogar noch ein bisschen mehr Müll mit. Helft zum Beispiel auch den Straßenhunden und gebt ihnen ein bisschen Wasser, wenn ihr welche seht. Gerade hier in Südostasien sehen wir relativ viele Straßenhunde und halten hier und da immer mal an, um den Hunden Wasser zu geben oder aber auch eine Kleinigkeit für sie zu kaufen. Das Einfachste, was ihr geben könnt, ist ein Lächeln, gerade bei den Locals. Also da gerade hier in Thailand, wir sind gerade in Thailand, es ist so schön, einfach den Leuten ein Lächeln zu schenken und sie schenken dir eins zurück. Ein weiterer Punkt, um mit den Menschen und mit der Kultur in Kontakt zu kommen, ist deren Sprache zu lernen. Das ist natürlich von Land zu Land etwas schwieriger oder einfacher, vor allem in Vietnam oder auch hier in Thailand. Haben wir ein bisschen Probleme mit der Aussprache, aber selbst wenn ihr es komplett falsch aussprecht, einfach Wörter wie Hallo, Danke, Bitte, Tschüss zu lernen und zu sagen, das bringt den Leuten immer so viel Freude, uns und auch eben den anderen, und da könnt ihr einfach noch Respekt gegenüber der Kultur und den Menschen zeigen. Unser fünftes Learning ist Dankbarkeit. Ihr dürft nie vergessen, ihr seid aus Deutschland, Schweiz, Österreich oder Europa und habt damit das große Privileg, die ganze Welt bereisen zu dürfen. Gerade wenn ihr aus Deutschland seid, dann ist euer Pass der drittstärkste der Welt. Ihr könnt in 190 Länder einreisen, ohne dass ihr ein Visum braucht. Das ist wirklich ein ganz großer Pluspunkt und dafür solltet ihr richtig dankbar sein. Wir haben zum Beispiel Leute aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Sri Lanka oder Indien, kennengelernt, die noch nie in ihrem Leben aus dem Land rausgekommen sind, was uns echt schockiert hat. Entweder weil sie nicht genug Geld haben oder weil es ihnen die Regierung so schwer macht, das Land zu verlassen, weil die natürlich Angst haben, dass sie nie wieder zurückkommen. Vor allen Dingen in Situationen, wo etwas mal nicht gut gelaufen ist oder ihr vor Problemen steht, ruft euch immer wieder vor Augen, wie dankbar ihr sein könnt, diese Reise machen zu können und wie viele Menschen sie nicht antreten können. Von daher, seid dankbar für das, was ihr habt und für jeden Moment, den ihr erlebt. Kommen wir zu unserem letzten Learning, und zwar dem langsamen Reisen. Wir durften lernen, dass langsames Reisen uns richtig gut tut. Zu Beginn haben wir es auch richtig gut gemacht. Wir waren einen Monat in Kapstadt und haben dort erstmal ganz langsam mit unserer Reise begonnen. Dann haben wir aber auch mal Länder wie Indien oder Nepal in einfach nur 2 Wochen bereist und danach gemerkt, dass das zu schnell war und wir zu viele Eindrücke in zu kurzer Zeit erlebt und erfahren haben. Gerade zu Beginn seid ihr natürlich total euphorisch. Ihr wollt so viel sehen wie möglich, am besten alle Länder der Welt bereisen. Aber zwischendurch werdet ihr sicherlich merken, so ging es uns jedenfalls, dass sich dann auch mal schnell die Reisemüdigkeit einstellt. Also zu Beginn sind vielleicht noch alle Tempel was Besonderes, aber nach dem 10. Tempel ist ein Tempel irgendwie auch nur noch ein Tempel. Von daher nehmt euch wirklich die Zeit, bereist auch mal Länder 1 bis 2 Monate, um die richtig auszukosten, anstatt 10 Länder für 2 Wochen zu bereisen und am Ende gar nicht mehr zu wissen, was habe ich jetzt eigentlich in welchem Land gesehen. Legt zwischendurch auch mal Reisestops ein, wo ihr wirklich für 2 bis 3 Wochen nur an einem Ort seid. So machen wir es hier gerade in Bangkok. Wir haben gesagt, okay, wir sind jetzt einfach mal 2 Wochen nur hier, machen ein paar Erledigungen, entspannen aber einfach auch mal und lesen einfach mal ein Buch. Das tut uns gerade richtig gut und lädt die Reisebatterien auf. Langsames Reisen ist also nicht nur gut für euer Wohlbefinden und dass ihr wieder Lust habt, Neues zu bereisen. Ihr könnt damit auch Kosten sparen. Wenn ihr zum Beispiel länger an einem Ort bleibt, gibt euch Airbnb auch Rabatte, wenn ihr zum Beispiel 2 oder aber auch 4 Wochen an einem Ort seid. Und auch eine weitere Möglichkeit, euer Budget zu schonen, ist über Land zu reisen. Wenn ihr zum Beispiel Bus oder Bahn nehmt, ist das meistens günstiger, als wenn ihr das Flugzeug nehmt. Bei uns war es zum Beispiel auch so, je länger wir an einem Ort waren, desto wohler haben wir uns gefühlt. Wir kannten dann irgendwie schon so ein bisschen bekannte Gesichter, wir wussten, was unser liebstes Café war, was unser liebster Supermarkt ist, wo wir immer hingegangen sind und. Wir konnten Routinen aufbauen. Routinen, finden wir, sind auch super wichtig in einem Reisealltag, damit ihr einfach Struktur ein bisschen in euren Tag reinbringt, was nicht so ganz möglich ist, wenn ihr jetzt jede Nacht oder jede zweite Nacht woanders schlaft. Das waren unsere Learnings nach 6 Monate Weltreise. Wir sind super gespannt, was für weitere Learnings wir in den nächsten Monaten machen werden. Unsere Learnings sind natürlich auch ganz individuell. Andere Reisende machen vielleicht ganz andere Erfahrungen und können dann andere Learnings mit euch teilen. Wir sind ganz gespannt, wenn das auch bei euch der Fall ist, dann schreibt uns gerne eure Learnings in die Kommentare und lasst uns darüber austauschen. Wenn ihr noch mehr Lust auf Weltreise-Content habt, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Da teilen wir mit euch täglich unsere Weltreise-Stories oder schaut auch mal auf unserem Blog vorbei. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und unsere Learnings und Erfahrungen waren wertvoll für euch. Wenn dem so ist, dann lasst dem Video gerne einen Like da und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Dann würden wir sagen, sehen wir euch in unserem nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.